XXL Extended Monster Deluxe Edition Sturmpyramide. Ab die Post. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider, und ich saß gerade länger im Schnitt als Freitag beim Friseur. Deswegen Like und Abo gerne dalassen und damit küsse ich euch. Und damit sage ich ab in die Pyramide. So, ich sag's mal wie Jazik im Feature mit Luciano. Starboy, doch er bleibt immer noch in der Hood. Da ist er wieder. Kickbase Guy Tobi, herzlich willkommen. What's up? Ich hoffe, euch geht's gut. Mega geil. Feedback war gut, mein Lieber. Darf ich bedanken. Wir hatten viele geile Kommentare. Da geht auf jeden Fall Liebe raus erstmal. Natürlich an die Crowd, an die Community. Ich zitiere mal, weil ich den Usernamen so geil fand. TheBoy1406, die Kombi mit euch zwei einfach nice. Mehr davon. Ja. Und heute gibt's mehr. Ja, wie geht's dir erstmal, Tobi? Alles gut? Alles super. Ich habe ja letzte Woche auf dem heißen Stuhl gesessen während der Aufnahme hier und wurde schön bestochen. Und hab dann danach das Ganze mir schön reingezogen, war echt cool, cooles Feedback, coole Likes dagelassen. Könnt ihr auch wieder machen, macht mal wieder schöne, mindestens 500 Likes voll hier auf dem Video. Die will ich mindestens sehen. Würde mich sehr freuen und ich bin heiß, Kessem. Ich habe richtig Bock, wenn es um Stürmer geht, bin ich immer bereit, das weißt du. Richtig nice. Ja, die 500 haben wir, glaube ich, sogar geknackt mit den Likes. Geil, also, mega schön. Geil, dann nochmal. Props auf jeden Fall gehen raus. Und vorher, bevor wir reingehen, mein Lieber, ich bin auch richtig heiß heute wieder, weise ich noch auf ein Video hin. Das packe ich mal in die Shownotes. Kickbase Goats. Da hast du quasi ja gefühlt eine Doku abgedreht für Robert Lewandowski. Und dann nochmal so geil ausgerichtet auf Kickbase. Ich fand es richtig cool gemacht. Das packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Auf jeden Fall mal abchecken und da auch gerne Liebe dalassen. Und so ein Goat-Format, mein Lieber, wird es das nochmal geben? An sich bin ich da offen für. Ich habe ja überlegt gehabt, ob ich auch mal so ein bisschen Special-Videos mache, die ein bisschen aufwendiger sind. Ja. Problem ist halt, ja, wie du gesagt hast, ist jetzt halt logischerweise nicht so angekommen wie Kickbase-Stuff. Aber deswegen, falls ihr Bock habt auf ein cooles Goats-Video zu Robert Lewandowski, würde mich sehr freuen. Wenn nicht, auch vollkommen fein. Wird es aber definitiv noch ein paar Mal geben. Ich habe da schon ein bisschen was in der Pipeline. Richtig cool. Das hört sich richtig gut an. Ja, Kickbase-Guide-Liga lief bei mir so lala, müssen wir gar nicht, die skippen wir mal lieber ganz schnell. Gut. Und Rest bei mir aber top gelaufen. Kanäle blende ich wie immer auch gerne ein, auf jeden Fall abchecken. Auch da das Kickbase-Goats-Video, @kickbase_guide mit 2 E am Ende für Instagram und @kickbase_guide bei TikTok. Let's go. Wir starten wieder rein in die wunderschöne Pyramide, wie du sie letztes Mal auch getauft hast. Wir reden über die Game-Changer heute wieder, Tobi. Es ist das Game-Changer-Ranking. Und das sind die Männer für die spielentscheidenden Momente. Und das Wichtigste hier immer am Dienstag, das Momentum. Das heißt, die sind gerade in einer überragenden Superform. Und wie krass die wirklich sind, das checke ich mit Tobi heute. Wie gehabt ab für die Position Sturm. Also, wir reden heute über den ein oder anderen Sturmtank oder den nächsten Wühlbüffel. Und genau, wir haben es wieder kategorisch wieder so angelegt. Keyplayer, der Schlüsselspieler. Wir haben Elite, das ist der Keyplayer in richtig gut. Wir haben Weltklasse, die Gegenspieler bekommen Angst, wie bei Tobi, wenn der mal spielt. Und Legende, Magnet im Schuh oder auch tatsächlich im Kopf. Gibt ja auch den einen oder anderen, der das Leder mit dem Kopf reinbuxiert. Oder ja, mein Tornetz. Lieber. Oder? Am Tornetz? Ja. Ja, sehr gut. So, und wir picken wieder ein pro Reihe. Wer ist da unser Mann pro Kategorie? Das machen wir immer am Ende. Und ich würde sagen, Tobi, ich habe wieder viel gelabert. Du darfst anfangen mit unseren wunderschönen Keyplayern. Wen hast du denn da so im Sack? Okay, ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen obvious an. Mit einem Mann, der jetzt am Wochenende 2 Tore machen konnte und damit auch den Sieg für seine Mannschaft eingeleitet hat. Ich habe Johnny Burkhardt mit im Gepäck. Er ist bei mir in den Keyplayern gelandet. Mainz hatte generell offensiv gesehen einen recht schweren Saisonstart. Defensiv wissen wir unter Bo Henriksen, super dynamischer, geiler Fußball, mega Pressing, mega Mannschaftsgefüge. Offensiv hat es auch ein bisschen gehapert. Ich finde aber, Johnny Burkhardt hat alles dafür getan, hier in der Pyramide aufzutauchen. Und deswegen ist er mein erster Mann bei den Keyplayers. Richtig nice. Da mache ich es auch wie letzte Woche. Sticht. Sehr Burkhardt habe ich da auch mit drin. Richtig gut, hast du alles so gesagt. Dann gehen wir mal zum nächsten. Ich muss ehrlich sagen, vorab, ich habe mich ein bisschen mit den Keyplayer, habe ich mich hier in so ein der, bisschen gelb, schwer getan, generell. Okay, sehr gut. Und ich gehe jetzt mal mit einem Hot Take, wie letzte Woche. Gab einige Kimmich-Stimmen unter unserem Video, die waren erbost. Und es gibt vielleicht auch den ein oder anderen Luis Openda-Besitzer, der jetzt zusammenzuckt. Wieso ist der denn nur ein Keyplayer?
Doppelpack gegen Leverkusen, habe ich notiert. Schüsse aufs Tor, ist er nur die 18. Stats generell, da hat ein wortgewandter Kollege von mir hat mal gesagt, Lois is my choice, aber bei mir auch nur für Keyplayer. Der macht tatsächlich gerade gar nicht so viel. Kam gestern auch nur von der Bank. Weiß nicht, ob der da jetzt mal ein Päuschen brauchte. Aber der ist für mich aktuell, ich sag mal, Normalform, vielleicht ein bisschen angedippt, aber für mich nur ein Keyplayer hier. Also ich kann sagen, ich habe keinen RB-Stürmer in der Pyramide mit dabei. Ich finde, nice. Die haben es beide absolut nicht verdient. Okay. Luis Openda hat immerhin schon 2 Tore gemacht, Benny Šeško hat immerhin 1 Assist bisher. Mhm. Er ist für mich aber so weit unter dem, was er allein letztes Jahr gezeigt hat. Und das erwarte ich gar nicht von dem, weil letztes Jahr hat er wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Aber ich finde, Openda hat bisher noch nichts wirklich gezeigt, um ihn hier irgendwie in eine geile Formtabelle reinzupacken. Ja. Ich muss ihn aber wenigstens, also wir müssen ihn kurz in Klammern behalten, weil ich habe 2 Spieler dabei, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt als Stürmer sehen würde. Deswegen, wenn wir am Ende dann wirklich rein Stürmer bewerten, dann würde er bei mir reinrutschen, weil es einfach wenig Alternativen gibt. Ich habe aber 2 Spieler gefunden, die ich als Offensivspieler bezeichnen würde, die in den Fantasy-Managern auch als Stürmer oder Angreifer gelistet sind, die ich besser finde als Luis Openda. Das ist ja spannend, ja genau. Der Doppelpack gegen Leverkusen, der steht hier gerade über allem, deswegen wollte ich ihn unbedingt nochmal dabei haben. Ja, und war ja auch super wichtig, ne? Hat ja damit auch auf jeden Fall Invincible gebrochen. Deswegen war der für mich auf jeden Fall ein legit Pick. Aber ich bin gespannt auf deinen nächsten legit Pick. Ja. Das ist die Überleitung. Wir gucken mal, ob der Invincible Breaker nochmal reinkommt. Ich habe einen dabei, der bei den ehemaligen Invincibles jetzt spielt, und das ist Terrier. Ich finde, dass der wirklich bisher eine sehr, sehr gute Saison spielt. Ich finde es generell beeindruckend, dass jemand, der neu in dieses Konstrukt reinkommt, so ein hohes Standing unter Alonso hat. Hat auch schon viel Lob bekommen und ich finde bisher, der hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Fügt sich da als sehr gutes Bindeglied vorne in der Offensive der Werkself mit ein. Und ich habe mir notiert gehabt, er ist für mich so ein bisschen der agilere Schick. Also ich habe immer das Gefühl, wenn er auf dem Platz steht, da spielen die mit Doppelspitze. Aber er ist halt einfach viel, viel geiler ins Interplay mit eingezogen. Das hat man auch gestern gegen Wolfsburg gesehen. Schick ist da eher ein Fremdkörper und Terrier gefällt mir da sehr gut. Spielt bisher, wie ich finde, eine sehr gute Saison. Und deswegen hat er es bei mir sogar in die Formpyramide mit reingeschafft. Finde ich absolut legit. Finde ich einen richtig guten Pick, muss ich dir ehrlich sagen. Ich hatte den gar nicht notiert. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, sehr gut. Ich finde, den können wir direkt mal schon einloggen. Mache ich hier direkt mal. Und ich würde weitergehen mit dem nächsten Spieler. Und das ist, ich fahre nach Freiburg mit dir im Auto. Und ich finde, der blüht richtig auf. Das ist Junior Adamu. Wenn wir schon die RB-Aktien schon mal irgendwie jetzt heute drin hatten. Er kommt ja von da, konnte sich da noch nicht so richtig durchsetzen. Und jetzt habe ich hier notiert, blüht richtig auf, habe ich gesagt, 4 Tore und Großchancen, da hat er 4 Stück für gesorgt, 2 Tore, 2 Großchancen. Ersten Assist jetzt auch, da mal Grifo ein bisschen was zurückgegeben, der hat ihm ja letzte Woche schon assistiert gegen Bochum. Und ich finde, der passt generell so in dieses Offensivkonstrukt von Freiburg, hat sich da super eingefunden und ist generell in dieser Offensivmaschinerie von Freiburg, gibt halt ein richtig cooles Bild ab und ich glaube, dass da noch richtig viel kommen wird. Ich habe ihn jetzt erstmal hier als Keyplayer, aber auf jeden Fall auch ein Flirt für noch weiter oben. Auf jeden Fall. Ich finde vor allem bei ihm, wie du schon gesagt hast, die Arbeit gegen den Ball ist wirklich verdammt gut und die Art und Weise, wie er sich generell aufreibt, wie er in die Mannschaft eingefügt ist. Was echt krass ist, weil der letztes Jahr wirklich gar keine Rolle gespielt hat. Da hat er die Vorbereitung komplett für sich genutzt. By the way, bin ich immer stolz, habe ich als 500k-Spieler im Podcast 2 Monate vor der Saison gecallt, dass das seine Breakout-Season werden könnte. Boom. Junior, mein Baby. Ist ein geiler Mann. Ich habe ihn leider nirgendwo bekommen. Ich finde ihn aber auch super. Er wird niemals ein richtiger Scoring-God sein, aber er ist definitiv für mich ein richtig formstarker Spieler, der da bei Freiburg einen geilen Mehrwert bietet. Deswegen bei mir auch in den Key-Players mit drin. Richtig nice Beobachtung. Ich habe da auch noch so ein Kopfball-Duell, quasi, wo er das noch irgendwie den Ball noch im Spiel hält. Ja, ich glaube, Meloni war das. Geiler Typ. Also macht super viel, auch gegen den Ball. Richtig cool herausgearbeitet, ja. Richtig nice. Sehr, sehr cooler Typ. Vielleicht wird er ja noch hier zum Topscorer diese Saison. Ich habe ja auf jeden Fall in der KG-Liga, deswegen da mein Mann Adamu. Nice. Also Adamu Hype ist drinne. okay, ich mache mal mit dem Spieler weiter. Ich bin dran, ne? Yes, sir. Ich mache mit dem Spieler weiter, der jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Stürmer ist. Wie gesagt, ich habe ihn einfach nur als Angreifer gelistet gesehen, deswegen habe ich ihn hier mit drinne. Und das ist Jamie Leveling.
beim VfB Stuttgart. Hat sich da jetzt auf dem linken Flügel, wie gesagt, kein Stürmer, festgespielt. Ich sehe ihn aber jetzt mal als Angreifer. Da müssen wir gleich gucken, ob wir dann ihn trotzdem mit reinpacken, ob wir dann sagen, nee, muss schon Stürmer sein, dann nehmen wir Openda. Das ist für mich auch kein Problem. Ja. Ich habe mir notiert, ist für mich sehr confident, sehr präsent, hat 1,34 Schüsse im Spiel und das zeigt er auch in jedem einzelnen Spiel. Also ein Bernabéu hat der, glaube ich, allein 7-mal aufs Tor geholzt, was echt eine Leistung ist, wenn du das erste Mal gegen die Königlichen in der Champions League spielst. Wenn du überlegst, seit letztes Jahr oder vor 2 Jahren bei Union nicht den Durchbruch geschafft und jetzt schießt er dann die Königlichen ab, überragend. Gute Flankenqualität, über 5 Balleroberungen pro 90 Minuten, also auch die Arbeit gegen den Ball gefällt mir sehr gut. Und gestern hat Hoeneß auf der Postmatch-Conference nochmal gesagt, dass er eine sehr, sehr gute Harmonie mit ihm und Mittelstädt sieht. Und das gefällt mir einfach insgesamt sehr, sehr gut. Deswegen Jamie Leveling für mich hier mit drin. Es fehlt noch so ein bisschen das Endprodukt, dass er höher reingehen könnte, aber gehört für mich absolut mit rein. Richtig cool. Ich drücke mal hier den Veto-Knopf. Und Leveling über Openda ist jetzt eingeloggt. Sticht geil für mich. Richtig geil hier. Postgame, dann hast du hier im Bernabeu was auch noch unterwegs. Da ja auch den Assist auf Undav mit dem Kopfball-Assist geliefert. Die Ecke kam übrigens von Rieder, habe ich mal gehört. Irgendwie Top 3 Standardschütze hat mal jemand gesagt. Aber irgendwer jemand mal gesagt hier. Ja, irgendwer war das, weiß ich gerade nicht. Und Leveling, finde ich gut. Hatte ich nachgeguckt, haben wir tatsächlich, du sprichst es auch an, haben wir bei Liga und Zeit im Mittelfeld gelistet, aber ich gebe dir hier das Vetorecht, läuft ja auch bei einigen unter Sturm, von daher Leveling, absolut Fairplay, richtig gut. Hammer nice und natürlich gerade mega im Aufwind, ne? Nach gestern, hast du das Spiel wahrscheinlich auch gesehen, war ja absolute Maschinerie da, richtig Feuer drin, richtig gut. Nice, so, dann gehe ich jetzt mal auf einen, den hast du vielleicht höher. Ich bin mal gespannt, weil jetzt gerade die Form ein bisschen abtaucht. Und ich fahre mit dir nach, wir haben im Prolog, hatten wir TSG drin. Kramaric, 4 Tore, 1 Assist, den Dreierpack müssen ein bisschen einordnen, 3 Tore gegen Kiel. Klar, die musst du trotzdem erstmal machen. Ist definitiv der wichtigste Mann der TSG, deswegen passt hier Keyplayer für mich auch richtig gut. Und das ist es aber bisher für mich. Also overall, außerhalb der Scorer, sehe ich da relativ wenig gerade. Kannst du auch gerne nochmal sagen, wie du ihn gerade siehst, aber für mich reicht es aktuell nur für den Keyplayer Kramaric bei der TSG. Das ist ein fairer Call. Ich habe ihn eins höher, weil ich den reinen Output mit 4 Scorern in 4 Spielen, auch wenn es davon Hattrick gegen Kiel ist, wie du schon sagst, einfach besser finde als das, was sonst geleistet wurde. Aber ich gebe dir vollkommen recht, In der Woche hätten eigentlich nur 3 Spieler die Kategorie oben drüber verdient gehabt und wir hätten eigentlich hier mit 6 Spielern in die Keyplayer-Kategorie reinreiten müssen. Weil ich finde, Kramaric, das fällt da auch extrem ab. Ich habe ihn, wie gesagt, eine Kategorie oben drüber. Bin da gleich sehr gespannt, wenn du noch beim Keyplayer dabei hast. Ja. Ist auch vollkommen verdient. Also hat abgesehen von diesem Key-Spiel jetzt nicht wirklich einen krassen Impact gehabt. Deswegen wäre es für mich valid, den da nur in Keyplayer reinzupacken. Richtig gut. Und ich glaube, es waren sogar 5 Scorer, 4 Tore, auf jeden Fall 1 Assist, oder? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube 4 Scorer, oder? Bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ich habe 5 notiert. Also ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. Okay, ist ja auch egal. Perfekt. Passt. Wollen wir Kramaric? Bist du denn fein mit ihm bei den Keyplayern? Wen hast denn du als letzten Keyplayer? Kann ich jetzt schlecht spoilern, wenn du dann eins oben drüber hast. Ich kann mal gerne noch meinen Keyplayer nennen und dann können wir überlegen, wie wir es gleich einordnen. Mein letzter Keyplayer ist Shuto Machino von Kiel. Ja, das wäre hier mein letzter Mann gewesen. Für eine Kategorie oben drüber? Nee, für Keyplayer noch. Oh, okay, dann hast du jemanden da in der Kategorie oben drüber, den ich noch gar nicht habe. Bin ich gespannt. Ja. Nice. Dann, jetzt kommt wieder so ein Reader-Call. Ich bin gespannt, Kessel, und das wird wieder wild hier. Geil, ich habe mir aufgeschrieben, ey, Machino, sehr, sehr smartes Movement in der Box. Er steht einfach richtig geil, der läuft geil ein, bewegt sich wahnsinnig gut. Gefällt mir einfach sehr gut. Deswegen, ich fand den da beim Keyplayer mit drinne. Wenn wir sagen, wir schmeißen einen raus, dann würde ich auch Machino rausschmeißen und Kramaric einen runterziehen. Das kommt aber ganz darauf an, wer dein vierter Player in der Elite-Kategorie ist. Ja, lass dich mal überraschen. Ich habe Machino auf jeden Fall auch mit drin. Tore und Großchancen, der gefährlichste Kieler, hatte ich auch so letzte Woche im Datengold-Format rausgearbeitet. Plus, er kam jetzt auch einfach rein, ne? Und hat dann direkt das Unentschieden besorgt. Also, Machino finde ich richtig gut. War auch so ein quasi offener Call von mir, weil ich wollte dich auch ein bisschen hören, wen du so hast. Und ich finde, Machino können wir hier auf jeden Fall einloggen. Und wenn okay für dich ist, dann würde ich jetzt... Sollen wir den einen Spot noch offen lassen? Oder sollen wir direkt mal schon mal zur Elite gehen? Du hast Kramaric ja Elite, ne?
Und dann, genau, weil dann ich glaube, jetzt haben wir haben jetzt, ja, jetzt schon 5 Spieler in der letzten Kategorie. Also wir müssen uns entscheiden, entweder, ja, Kramaric oder Maschino. Ach stimmt, wir haben ja Leveling auch noch. Genau. Pass auf. Und dann bin ich wieder bei dir, Kramaric dann wohl zur Diskussion in Klammern aktuell. Ich habe ja hier noch einen Veto-Knopf. Mhm. Vielleicht drücke ich den auch für mich. Ja, das dann schauen wir mal in die Elite rein. Okay, nice. Sehr, sehr gut. So, und dann fange ich an. Vielleicht, oh, das ist vielleicht ein Hot-Take sogar. Ich habe Hugo Ekitike und ich würde ihn sogar umtaufen auf Elitike. Jetzt muss ich mich hier warte, jetzt umtaufen auf Elitike. Das wäre ein Podcast-Titel, Alter. Ja, ja, richtig gut, oder? Ja, Tore nach Kontern ist er einer von 2 Stürmern, die schon eins auf dem Konto haben. Wirkte mir am Wochenende, vielleicht hast du ihn nur höher, ein bisschen zu verspielt. Ist ja auch der Top-Dribbler der Liga. Die meisten und die meisten da auch erfolgreiche Dribblings. Richtig gut, kreierte Großchancen. Nur die 14. Meine Downside kommt jetzt, Tobi. Downside, er ist, er hat nämlich die 9 meisten Ballverluste. Und das ist für mich, ja, das ist so ein Downer hier. Und deswegen habe ich ihn halt so weit unten. Also auf jeden Fall auf Elite-Basis. Ja. Bin gespannt. Das Problem bei ihm ist, also ich check das mit den Ballverlusten, aber er schließt halt auch 4,2 Dribblings pro Spiel ab. Das ist halt, also Absoluter Top-Dribbler. Ja, ja. Ich komme gleich dazu. Ich habe ihn tatsächlich in Weltklasse, also eins oben drüber sogar. Mhm. Ja. Es war für mich ein ganz enges Duell mit dem Spieler, den ich am Ende nur in Elite mit drin habe. Und wirklich, mir bollert hier mein Herz aus der Brust raus. Ich würde am liebsten anfangen zu weinen, aber ich habe Tim Kleindienst deswegen nur in Elite mit drin. Es war für mich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit Hugo Ekitike. Mhm. Dann habe ich mir die Stats angeschaut und Ekitike wischt einfach den Boden mit Tim Kleindienst. Jetzt kann man darüber aufreden, wer hat den größeren Impact auf die jeweilige Mannschaft. Ja. Aber selbst da denke ich mir halt, okay, ja, Ekitike profitiert brutal von Marmoush, aber Kleindienst profitiert auch extrem von Stöger. Und ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir das angeschaut, Kleindienst, was hat er letzten Endes im Vergleich zum letzten Jahr groß verbessert? Also er wirkt für mich deutlich präsenter nochmal und auch wichtiger in der Mannschaft jetzt im Vergleich zum Heidenheim-Spiel, also zumindest während des Spiels. Hat sich auch, was das Progressive angeht, ein bisschen verbessert. Also, du hast letzte Woche gesagt, du magst es, wenn ich hier Stats mitbringe. Ich habe heute komplett reingefahren, deswegen. Ja, ich merke das schon, richtig gut. Hat sich von 1,2 Progressive Carries auf 2 hochgearbeitet. Also trägt den Ball auch viel nach vorne. Ich finde, das merkt man auch im Gladbach-Spiel, wenn man die Spiele mal über 90 Minuten im Einzelspiel gesehen hat. Puttet da einen riesen Effort rein und gibt da richtig Vollgas. Dann wissen wir es, 5,64 Ballberührungen im gegnerischen 16er. Das hatte Gladbach letztes Jahr gar nicht. Also letztes Jahr, egal ob da Jordan oder Chwanchara gespielt hat, egal wie sehr ich die beiden liebe, die hatten einfach null Boxpräsenz. Und Kleindienst bringt das komplett mit, ist auch mit dem Rücken zu Tor überragend gut. Das war aber mit das Einzige, wo ich gedacht habe, okay, da ist er wirklich besser als Hugo Ekitike am Ende. Ich habe mir nämlich angeschaut, Ekitike spielt pro Spiel doppelt so viele Pässe wie Kleindienst. Und das, obwohl ich finde, dass Kleindienst eigentlich ganz gut ins Spiel mit eingearbeitet ist. 2,76 kreierte Großchancen im Spiel von Hugo Ekitike. Kleindienst ist glaube ich, bei 1. Also, wie gesagt, der wischt den Boden mit dem, wenn man nur die Statistiken ansieht. Doppelt so viel erspielten XG, wie gesagt, die angesprochenen Dribblings. Ich habe mir geschrieben, Kleindienst ist geil, Kleindienst ist komplett, aber Ekitike kann alles. Und deswegen habe ich Ekitike nochmal eine Kategorie drüber gepackt und ihn deswegen am Ende in Weltklasse reingepackt und Kleindienst nur in die Elite-Kategorie. Du machst mir hier mein Elitike-Tee. Elitike. Das muss rausschneiden. Ach, du machst mir hier, meine Headline auf jeden Fall kaputt. Gut, dann würde ich, du kommst hier mit den Carries um die Ecke, hast es irgendwie auch sehr geil herausgearbeitet. Ich hab Kleindienst wirklich auf Weltklasse, weil ich da... Ich weiß, bei mir war es auch 50-50, bin ich ehrlich. Ja. Und dann haben nur die Stats für Ekitike entschieden. Ja. Es ist schwierig. Ich hab halt auch wir lassen es mal noch offen, Ja, ich habe hier auch noch, ich hau gerne nochmal, was ich zu Kleindienst habe, hau ich dir auch gerne nochmal raus. Du hast auf jeden Fall, du hast aber eigentlich auch schon alles da gesagt, physische Präsenz. Ist ja auch deine Giraffe, muss man an der Stelle auch sagen. Ich lieb den Mann. 6 meisten Torschüsse aller Bundesligisten, 5 meisten der Stürmer. Also der zieht richtig viel aufs Tor und halt auch eine sehr gute Effizienz da. Also von 13 Torschüssen waren auch noch 12 auf dem Kasten. Also du kriegst, und dann, wenn du dann noch die Gegner halt noch einkalkulierst, also er hat gespielt gegen Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart, und dann ist es das halt ist auch ein Fakt,
dann ist es halt auch kein Small Service, sondern es ist Big Service am Liefern. Von daher, ich hätte gerne Kleindienst auf Weltklasse. Und wenn ich jetzt hier Veto-Knopf machen darf, dann würde ich gerne... Du weißt, ich bin Kleindienst-Lover. Ja, also, eben. Da müssen wir nicht lange debattieren. Okay, ich ziehe sehr, sehr gerne Kleindienst in die Weltklasse rein, okay, und schiebe damit Ego 1 nach unten. Nice. Ja, dann müssen wir nicht lange diskutieren, das ist kein Problem. Gut, okay, perfekt. Dann bleibt EKTK in der Elite-TKT. Das ist ja, ich kann das nicht mehr. Ich bin raus. Ich weiß auch nicht, was wir davon noch reinschneiden können. Die Headline ist auch eigentlich kaputt gegangen, aber gut. Aber auf Elite können wir uns einigen für Eki. Ja, ja. Ja, 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 safe. Gut, okay. Aber dann kenne ich auf jeden Fall schon deinen Mann auf jeden Fall aus dem Bereich. Und müssen wir gleich auch nochmal versehen mit unseren Spielerfaces. Mhm. Okay, dann haben wir uns doch hier geeinigt. Dann ist EKTK der Mann für Elite. Und da haben wir jetzt ja noch ein paar Spots offen. Also wenn du nochmal magst, oder soll ich den nächsten? Du hast jetzt ja Kleindienst, haben wir dann jetzt auf Weltklasse. Soll ich den nächsten raushauen? Ja, mach gerne. Okay, stark. Dann gehe ich hier mit, muss ich mal gucken, wen nehme ich denn? Komm, wir bleiben mal in Frankfurt. Ich habe Marmoush da auch. 4 Tore, Platz 2 aktuell in der Torjägerliste. 18 Schüsse abgefeuert, ist da sogar Platz 3. Und er macht auch einfach generell viel fürs Spiel. Also 1,9 Torvorlagen habe ich hier im Schnitt. Kreierte Großchancen, die 15. Und er hat die meisten Ballverluste. Ich muss hier einmal kurz korrigieren. EKTK, die neun meisten. Und er tatsächlich die meisten mit über 7 im Schnitt. Da sind die Frankfurter Angreifer, sind da so ein bisschen sloppy im Ballhandling. Deswegen reicht es bei mir nur. Also Toranzahl ist top. Aber ich finde, da geht ein bisschen viel an Bällen verloren. Von daher habe ich ihn hier nur auf Elite. Damn. Ich dachte am Anfang, ich hätte mich verhört, Kassim. Ja, das ihn höher. Ich habe Marmoush sowas von bei Weltklasse drin. Weltklasse, ja. Ich finde, was Marmoush bisher in der Bundesliga macht, das ist wirklich völliger Wahnsinn. Ja. Der spielt es so unglaublich geil. Mhm. Ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, Spielintelligenz pur. Also dieser eine Flick gegen Grabara bei dem 2-1-Sieg, wo EKTK den Ball reinspielt, wer hätte es gedacht, wer sonst? Ja, Und er dann mit der Spitze so kurz drüber chippt, damit in der Bewegung am Torwart vorbeigeht und einschiebt. Ein Kane oder ein Boniface, so geil. Tempo unglaublich, also auch gerade in der Schnittstelle ist der so dermaßen gefährlich, unmatched, also kannst du nicht verteidigen, ist wirklich krank. Positionierung ist super, effizient ist super. Mhm. Ich finde, Omar Marmoush ist Top 3 Stürmer in der Bundesliga gerade. Der muss für mich oben in Weltklasse rein. Ich habe jetzt auch gerade, jetzt wo du das mit Grabara hier noch rausholst, am Wochenende das Ding gegen Itakura. Ich muss es als Spielerpick auch hier noch, also ich muss es einmal mit Playerfoto hier einblenden. Also er macht ja den einen, er täuscht den einen an, dann lässt er Itakura einmal kurz auf den Kirmes fliegen. Gibt er ihm richtig Karussell. Itakura guckt dann nach links und rechts am Boden liegend und er weiß eigentlich gar nicht, was passiert. Und dann hast du Marmoush, hast du mich überzeugt? Wir packen Marmoush, Alter, jetzt haben wir die Weltklasse ja hier gleich voll. Ja, die ist weggespoilert hier. Okay, Kleindienst, Marmoush auf jeden Fall schon mal auf Weltklasse und EKTK haben wir ja noch auf Elite. Genau, es ist ein bisschen wilder, aber ich habe mir das schon gedacht, bei den Stürmern, weil du bist ja auch selber Stürmer und ich glaube, du hast generell dann nochmal einen ganz anderen Blick auf die Jungs in der Bundesliga. Weil du dir dann, glaube ich, da auch nochmal die Bewegung nochmal anguckst und gerade auch gegen den Ball hast du auch hier schon richtig geile Sachen wieder rausgehauen. Also ja, ist sehr spannend. Und dann haben wir Marmoush auf jeden Fall dann auf Weltklasse. Sehr, sehr gut. Da gehört er definitiv hin. Hast du? Da wäre ich in den Krieg gezogen für hier. Alles fair. Ich habe, wie gesagt, auch nochmal das Ding. Downer waren die Ballverluste, aber okay. Die klammern wir mal aus. Und du hast mich überzeugt. Das ist ja hier, Überzeugungsarbeit wird hier hoch angerechnet bei Liga-Insider, von daher bist du da mein Mann. Sehr gut. Perfekt. Dann mache ich mal weiter mit einem, wo ich mir recht sicher bin, dass wir den beide in Elite haben werden, nämlich Ermedin Demirovic, der rein von den Stats bisher überragend ist, aber ich finde sogar so vom Eye-Test her sogar noch ein bisschen Luft nach oben hat, können wir gleich drüber reden. Hat aber bisher sich trotzdem, man muss auch überlegen, er wechselt von Augsburg zum VfB Stuttgart zu einer Champions-League-Mannschaft und hat dort trotzdem in den ersten 4 Spielen 4 Tore gemacht. Also selbst wenn er vielleicht manchmal so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt und vielleicht nicht das Girassi-Level an Mannschaftsfügigkeit und Interplay hat, ist er trotzdem ein richtig geiler Goalgetter.
Auch allein die Wucht, die er jetzt am Wochenende gegen Dortmund bei diesem Kopfball wieder hinter den Ball bekommen hat, das ist so crazy. Dem seine Läufe auch mega, mega geil. Auch das Tor gegen Gladbach, täuscht den Lauf zum zweiten oder zum langen Pfosten an, geht dann kurz, chippt ihn über den Torwart mit einer kleinen Berührung. Der Mann ist übergeil. Deswegen, es reicht für mich nicht für Weltklasse, dafür muss er sich noch ein bisschen mehr in das Teammäßige einfügen beim VfB, aber trotzdem, geiler Typ und Elite gehört er definitiv rein. Du hörst es vielleicht, mein Puls geht wieder ein bisschen runter. Demirovic sticht. Ja, sehr schön. Der kam ja nur rein gegen Mainz. Du hattest ihn in der Preseason ja auch so hart gehypt. Ich habe ihn mir auch direkt eingepackt. und warum? Ja, weil das halt ein absoluter Baller ist. Ne? Also Luftkämpfe ist er aktuell der beste Stürmer. Small Sample Size, aber da auch 75%. Dann in dem Segment halt wirklich der beste Stürmer. Schussfrequenz solide, über 2 im Schnitt. Und auch Genauigkeit ist er auch richtig gut. 85% haben wir da notiert bei Liga Insider. Also Demirovic kann ich einen fetten Haken dran setzen. Elite, wir komplettieren langsam die Reihe. Und wir machen das vielleicht auch mit ihm. Und das ist Serhou Guirassy. Der macht viel fürs Spiel, hast du gesagt. Der hat ja noch ein bisschen Korrektur bekommen gegen Heidenheim auf 88 Kickbase-Punkte. Ich glaube, nochmal 18 plus nochmal bekommen. Ohne Scorer gegen Heidenheim. Dafür war das richtig ordentlich. Hast du, glaube ich, auch 3 oder 4 Mal letzte Woche gesagt. Kann ich nur so unterstreichen. Und gestern zum Beispiel auch kaum bedient. Dann ist es natürlich auch super schwer für einen Stürmer. Wurde dann einmal angespielt, hat dann auch direkt die Bude gemacht. Ja, der kam ja ein bisschen später zum Team. Da gab es ja nochmal diesen Medizincheck. Und da fehlen vielleicht noch so die 1-2%. Hat ja die ersten beiden Spiele auch, musste die ja skippen. Und von daher habe ich ihn jetzt erstmal nur auf Elite. Okay, dann haben wir das Missing Hole gefunden, von dem wir am Anfang geredet haben. Auf dem Spot habe ich ja Kramaric in Elite. Ich habe Guirassy gar nicht mit drin. Für mich ist die Sample Size einfach zu gering. Also ich fand das Spiel gegen Heidenheim war er ganz gut, habe ich auch rausgearbeitet, weil Leute gesagt haben, ja, aber kein Tor. Ja, aber er hat trotzdem geil gespielt. Ich habe auch, er hat, glaube ich, über 1 XG sich selber erspielt. Also er hat auch schon ganz gut gewirkt. Jetzt, wie du sagst, am Wochenende das einzige Tor für den BVB gemacht, aber ist auch da definitiv seinen Dienst geleistet. Für mich ist aber, wie gesagt, die Sample-Size einfach zu gering, um jetzt irgendwie von einer krassen Form zu reden. Und deswegen habe ich ihn hier gar nicht in Erwägung gezogen für die Pyramide. Wäre aber für mich fair. Von mir aus können wir, ich würde ihn nicht in Elite reinpacken, das auf keinen Fall, aber von mir aus kann er dann ganz unten in die Pyramide mit rein und Kramaric bleibt dann von mir aus, wenn du willst, in Elite mit drin. Ja, das finde ich gut. Schreib mir hier mal Kramaric. Genau, also Kramaric Elite. Und unten kommt Guirassy. Genau, bin ich vollkommen fein mit. Finde ich cool. Dafür fliegt dann Maschino, denke ich mal, raus. Dann haben wir Maschino, Johnny Burkhardt, Adamu, Terrier, Leveling und Guirassy in der untersten Kategorie. Finde ich eigentlich ganz gut. Sehr nice. Ja, liebe Grüße nach Kiel. Maschino hat hier trotzdem, er wurde hier erwähnt. Und hatte seinen Auftritt. Hatte seinen Auftritt, wenn auch dann nur ein kurzer. Aber passt ja auch zum Wochenende. Da kam er auch nur ganz kurz rein. Von daher sind wir hier schon analog unterwegs. Okay, nice. Dann haben wir für Elite haben wir jetzt Ekitike, Kramaric und Demirovic. Und dann, wenn ich mich nicht verzählt habe, fehlte noch einer. Ja. Jawohl. Ich habe da den Mann, den du wahrscheinlich vorher in Weltklasse sogar drin hattest. Ich habe Dennis Undav da mit drin. Okay. Ich finde, Dennis Undav hat bisher eine geile Saison gespielt, auf jeden Fall. Ja. Aber kurz und knapp, ich finde einfach drei andere, respektive noch die höchste Kategorie jetzt in unserer Pyramide mit drin, noch mal besser. Ja. Er wirkt für mich geil. Jetzt gerade, also wenn wir nur nach Form gehen, muss er eigentlich einen nach oben. Können wir gleich gucken, ob wir das irgendwie gewurschtelt bekommen. Aber ich weiß nicht, ich fand einfach die drei anderen, die ich in Weltklasse drin hatte, noch mal ein bisschen besser auf die Saison gesehen als Dennis Undav, der jetzt gerade extrem an Form zunimmt, aber in den ersten beiden Spielen fand ich ihn ehrlicherweise nicht so stark, deswegen hat es bei mir nur für Elite gereicht. Mann, Tobi, was machen wir denn hier heute? Also, heute wird gewurscht. Ich habe ihn bei Weltklasse, weil ich da die meisten Torschüsse der Liga sehe mit 20. Ich fand ihn im Santiago Bernabéu auch schon einer der besten. Und der Typ macht halt irgendwie so Spaß. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass der gegen bessere Gegner hat da irgendwie noch mehr Bock. Und spielt er einfach noch geiler. Ich glaube, dem ist es egal. Das ist das Krasse. Der kann auch gegen die Adidas 11 spielen. Mit, keine Ahnung, Prime Ronaldinho und was weiß ich. Das wäre dem egal. Der hat trotzdem seinen Spaß. Das ist so Hammer. Cool. Und Spaß ist nämlich das Stichwort. Das habe ich nämlich auch noch notiert. Absoluter Stimmungsmacher, wenn man sich da auch mal den DFB-Vlog auch anschaut. Das ist halt ein totaler King, auch behind the cam. Total lustig, wie er dann da auch die Kollegen abfilmt. Ja. Guido, was machen wir jetzt mit Undav? Pass auf, die einzige, weil ich merke auch, wenn wir jetzt so drüber reden, Undav muss eigentlich in Weltklasse rein, dann müssen wir sowohl Ekitike als auch Kleindienst runterziehen. So hart es auch ist.
Weil Mamouche muss in Weltklasse bleiben. Den anderen Spieler, den wir noch haben, muss auch in Weltklasse bleiben. Und dann ziehen wir halt Undaf hoch und packen EGTK und Tim Kleindienst nur in Elite mit rein. Ja, finde ich gut. Ja gut, die letzten beiden sind ja obvious, aber da bin ich auch wieder gespannt, wen du wo hast. Okay, gut, Elite haben wir dann voll. Genau, okay, top. Dann passt es für mich. Okay, nice. Right. Und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch einer auf Weltklasse und dann haben wir noch einen auf Legende. Ja, darfst du gern sagen, es ist aber eigentlich fast obvious, ne? Also ich das einfach dann jetzt, ich mach die Weltklasse voll, du hast ja Undaf auch genannt. Zieh die Hose runter, Kessim. Ja, ich lass die Hosen down, passt auch hier mit meinem Trikot, das Trikot lasse ich aber an, sonst fliegen hier noch irgendwelche Schlüppis noch, fliegen nicht. So, Boniface ist auch da, der Ballermann der Liga, nämlich zusammen mit Dennis Undaf, die meisten Torschüsse aller Bundesligisten und ich habe gehört, der hat bei Physis auch nur 82, würde da, glaube ich, auch ohne Training Strongman-Weltmeisterschaft gewinnen. auf jeden Fall das FIFA-Kartenvideo auf jeden Fall auch von dir abchecken. Packe ich auch gerne nochmal rein in die Shownotes. 72 bei Tempo, genauso schnell wie Yusuf Paulsen. Also da war einiges drin. Hat jemand geschrieben, das stimmt tatsächlich, dass Paulsen einfach fucking schnell ist und man das nicht denkt. Das ist ja Wahnsinn. Aber trotzdem, also 72 ist trotzdem eine Frechheit, da müssen halt beide schneller sein. Alter, ja, voll. Und ein absolutes Kraftpaket, ne? Also so ein bisschen wie wir auch. Die Tore gegen Hoffenheim habe ich mir auch nochmal angeschaut. Das erste Tor gegen Prass. Also, ne? Also das schickt er auch da irgendwie auf dem Schulhof. Kurz in die Vorschule zurückgeschickt. Ja. Alter, wirklich. Krank. Aber mit Schultüte. Und komplett. Zweite Tor von ihm dann auch gegen Kanara Žabek. Also macht da irgendwie nur einen Move, ey, ist vorbei. Und da auch noch geht es auch nochmal auf den tschechischen Kirmes. Und gestern kommt er rein, der Bro. Irgendwie Kouliarakis liegt irgendwie da 10 cm. Hat da irgendwie so einen kleinen Radius und der Grieche liegt da irgendwie schon auf ihm drauf. Und dann zieht der das Ding immer noch rein. Und Torjubel hat er, glaube ich, wirklich abgelöst. Es war hier dieser ich zeige hier den Zeigefinger in beide Richtungen. Mhm. Ja, und jetzt lässt er halt die Hosen runter. Passrating ist ja auch sehr umstritten bei ihm. Da gibt es ja auch ein legendäres Video. Und dann No-Look-Pass auch in der Champions League gebracht. Also ich habe jetzt hier wirklich alles geliefert für Victor Boniface auf Weltklasse. Ja, ich habe auch genau dasselbe notiert gehabt. Also erstmal ist das mein Lieblingsspieler in der Bundesliga tatsächlich. Es gibt keinen Spieler, dem ich lieber zugucke als Victor Boniface. Wie gesagt, ich habe auch immer einen kleinen Stürmerfetisch, aber Boniface ist einfach so geil. Allein, dass jemand 6,74 Schüsse pro Spiel abgibt. Du hast eben schon gesagt, 20 Schüsse damit insgesamt. Ja. Geteilter Platz 1 mit Dennis Undaf. Ja. Das sind so freaky Numbers, Mann. Wow. Zwei erfolgreiche Dribblings dazu noch pro Spiel. Also ich habe mir aufgeschrieben, Kleindienst kann viel, Ikitike kann alles, Boniface kann alles und ist noch ein Wasserbüffel plus 10 Attributkarte bei Strength. Das ist wirklich freaky, was der Mann, der kann alles, alles. Du denkst, das ist so ein Panzer, der kann keinen Baller nehmen, der kann sich nicht drehen, aber der hat gefühlt eine größere Agilität als Shuto Machino. Es ist unmenschlich, wie jemand so gut sein kann. Deswegen für mich auch ganz, ganz klare Weltklasse, einfach ein übergeiler Typ. Na gut. Ich kann es nur so unterstreichen. Nice. Und Legende ist, glaube ich, selbsterklärend. Ja. Willst du da noch was sagen? Oder was willst du groß zu Harry Kane sagen? Ne? Das ist halt... Du weißt halt ganz genau, du kriegst schon wieder gefühlt eine 40-Tore-Saison. Ja. Und das Kranke bei Harry Kane ist halt, dass er auch alles kann. Also Interplay, Mannschaftsfügigkeit, Abschluss, Assists, alles. Du kannst, egal was du von ihm forderst, der bringt's für dich. Was ich mir auch noch notiert habe, es gibt für mich keinen Menschen auf der Welt, der cleaner schießt als Harry Kane. Hat die geilste Schusstechnik, die ich gefühlt jemals gesehen habe. Abschlussqualität ist überragend. Einfach ein Hammertyp, ohne Spaß. Es ist so crazy, so einen kranken Spieler in der Bundesliga zu haben. Harry Kane ist unfassbar. Wahnsinn. 8 Tore, letzten 3 Spiele, wettbewerbsübergreifend. Bundesliga führt er aktuell mit 5 Toren an und ich glaube, deine 40 Tore, die jagt er, die du jetzt gerade hier rausgehauen hast, die du prognostiziert hast. Harry Kane, unsere Legende, nice. Und dann würde ich jetzt nochmal sagen, wir picken nochmal jeder pro Reihe nochmal unseren Mann. Wer ist denn da so der heißeste? Da machen wir das jetzt hier einfach im Afterloot. Sag mal, Keyplayer, wer ist denn dein Nummer 1 Keyplayer? Ich nehme Jamie Leveling. Jamie Leveling, hier Tobi. Dann nehme ich Adamu, weil ich da auch irgendwie so diese Freiburger Vibe irgendwie, der gibt mir so einen Breisgau-Brasilianer Vibe. Richtig gut. Nice. Dann bei Elite? Ah, schwer. Komm, ich nehm Hugo Ekitike. So sehr ich gerne auch Kleindienst nehmen würde. Elite Ekitike. Ich darf es eigentlich auch nicht mehr sagen. So, Dann nimm du ihn wenigstens. El Giraffe.
Dann nehme ich natürlich Kleindienst. Hätte ich jetzt so auch genommen. Sehr schön. Ja. Sehr gut, haben wir. Und genau, wir gehen noch eins weiter. Und ich glaube, wir haben beide den Wühlbüffel, ne? Oder? Ja, muss. Muss. Wasser- also so geil Mamouche auch ist, man muss hier ja. Victor Boniface nehmen. Es ist zu ja, krass, ist es. Wirklich. Ja, ist es. Nice, mein Lieber. Und dann würde ich sagen, war es das, oder? Wir haben die heißesten Stürmer unter Dach und Fach gebracht und wir sind auch natürlich gespannt nochmal auf die Kommentare. Haben wir vielleicht noch einen Stürmer vergessen oder wie seht ihr Ekitike oder auch einen Kleindienst? Seht ihr die höher oder seht ihr eventuell einen ganz neuen Spieler, den wir hier gar nicht drin hatten? Ja, Tobi, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Hat mir da sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es heute ein bisschen wühliger war, muss man sagen. Ist auch cool. Auch nice. Aber ja. Es ist letzte Woche waren wir zu einig. Das war schon fast spooky. Hat mir besser gefallen. Ja, fand ich auch. War ein bisschen mehr so Trikotzupfen und so. Ne? Das gehört ja dann auch. Das passte mehr auf Stürmer ausgelegt heute. Und ja, ich würde die Einladung nochmal aussprechen nächste Woche. Ich weiß nicht, wie du aufgestellt bist. Du kriegst ja heute noch Besuch, musst ein paar Sachen erledigen. Aber wenn du Mr. Geduld bist du ja. Wenn du da noch Zeit findest, dann hätte ich Bock mit dir nächste Woche die Abwehrspieler machen. All Defense. Jederzeit. Freue ich mich sehr drauf. Wenn die Zuhörer auch wieder Bock haben, mich dabei zu haben, freue ich mich sehr darauf. Hammer. Haben die. 100%. Sehr cool. Ich auf jeden Fall. Das reicht ja auch eigentlich schon. Perfekt, nice. Also wunderbar. Mein Lieber, dann wünsche ich dir noch einen richtig geilen Tag und ich wünsche dir auch. Und einen schönen Start in die Woche weiterhin. Super. So sieht's aus. Denk nochmal dran, mach die 500 Likes voll, damit wir happy sind. Und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Wir sehen uns dann nächste Woche. Hammer gut. Bis dann, mein Lieber. Ciao. Ciao, ciao. Das war sie, die Sturmpyramide featuring Kickbase Guide. Wir hatten gestern natürlich noch die Gewinner des Spieltags, blende ich euch hier natürlich ein. Und dann wünsche ich euch weiterhin eine richtig nice Woche und give up hier. Tschüss!